Sie sind ein eingeschworenes Team. Die Männer und Frauen von der Freiwilligen Feuerwehr im oberfränkischen Gößweinstein. Allein im vergangenen Jahr sind die Ehrenamtlichen rund 100 Mal ausgerückt. Und nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Hinter den Kulissen lauert die meiste Arbeit. Schläuche waschen heißt das heute für Roland Wolf und Sandra Nögel. Früher wurde das per Hand in der alten Wanne vollzogen. Viel schneller und sicherer geht es jetzt mit der modernen Schlauchwaschmaschine. Schlauch einfädeln, andocken, spülen und vor allem prüfen lassen. 60.000 Euro hat die hochmoderne Maschine gekostet. Wir prüfen unsere Schläuche mit 16 Bar, 60 Sekunden, das ist neu. Und wenn die Prüfung ausgehalten wird, dann wird der Schlauch nur noch vermessen, gewickelt und dann kann er wieder ins Lager. Jetzt lässt er den Druck ab. Oh, kaputt. Warum, was ist mit dem Schlauch los? Der ist jetzt gerissen. Ne? Also der ist mittig gerissen, den kann ich nicht mehr verwenden. Den kann ich jetzt gleich wieder entsorgen. Wenn er hält, ist ein Schlauch nach 7 Minuten von Fremdstoffen gereinigt und auf undichte Stellen geprüft. Damit bereit für den nächsten Einsatz. Die Feuerwehren setzen mittlerweile auch Drohnen in ihrer täglichen Arbeit ein. Das Fliegen erfordert einen Führerschein und muss regelmäßig geübt werden. Feuerwehrkommandant Marcel Zweck trainiert regelmäßig. Die Drohne sei ein großer Gewinn im Feuerwehralltag. Wir haben eine Wärmebildkamera mit drauf. Und da kannst du wirklich Glutnester gezielter suchen, auch bei Häusern oder so, da können wir schön drüber fliegen. Wir können es zur vermissten Personen mit einsetzen, Wald- und Vegetationsbrände. Hightech, nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden. 4 Feuerwehrfahrzeuge hat die Gößweinsteiner Wehr. Jan Meyer checkt das Stromaggregat auf seine Funktionalität. Passt. Auch die Warnleuchten sind in Ordnung. Einmal pro Monat wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren getestet für den Notfall. Also das ist unsere zusätzliche Pumpe. Ganz einfach, die fördert Wasser. Wasser brauchen wir vorne an der Einsatzstelle, wenn es brennt. Für uns somit ultimativ wichtig. Jetzt schauen wir mal, ob sie anspringt, damit das Ding auch läuft. Läuft, passt. Rund 50 Männer und Frauen engagieren sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Gößweinstein, investieren viel Zeit ehrenamtlich, um anderen zu helfen. Jede Menge Arbeit das ganze Jahr über, eben nicht nur, wenn es tatsächlich rund um Gößweinstein irgendwo brennt.